So, das Mikrofon funktioniert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, in Göttingen mal wieder zu sein und Ihnen einen Einführungstext vorzutragen. Ich habe ihn mir aufgeschrieben, damit ich die 10 Minuten nicht überziehe, die dazu gestanden worden sind. Wir haben uns vorhin im Vorgespräch darüber Gedanken gemacht, dass ja die Sterbehilfe ein sehr diversifiziertes Gebiet ist. Also Sie kennen vielleicht Begriffe, passive Sterbehilfe, indirekte Sterbehilfe, aktive Sterbehilfe. Wir haben jetzt zunächst mal nicht definiert, was das ist. Wir sprechen auch jetzt zunächst hier in diesem Text noch nicht über Patientenverfügungen und über die Dinge, die also in der Realität eine wichtige Rolle spielen, sondern ich möchte mich jetzt konzentrieren auf das Thema, was auch das Thema dieses Buches ist, auf den Suizid bzw. den begleiteten Suizid, juristisch formuliert Anstiftung und Beihilfe zum Suizid. Da gab es ja dieses Jahr ein Gesetzesvorhaben, einen Paragraphen 217 Strafgesetzbuch, und der war auch der Anlass für dieses Buch. Über diesen Bereich, den man im weitesten Sinne der aktiveren Sterbehilfe zuordnen könnte, sage ich jetzt etwas. Herr Gräfe wird anschließend sprechen und dann gucken wir, ob wir in der Diskussion auch die anderen Themen wie Patientenverfügung, passive Sterbehilfe, indirekte Sterbehilfe thematisieren können. Denn ich weiß nicht, ob Sie alle Juristen sind. Wie viele von Ihnen sind zum Beispiel Juristen? Hier auch, also große Zahl. Politologen, einige, auch Mediziner dabei. Also wir müssen damit rechnen, dass es immer Rückfragen gibt zu dieser doch sehr schwierigen Materie, die medizinisch und juristisch unterschiedlich betrachtet werden kann. Also ich erinnere Sie mal zunächst an den Gunter Sachs. Er war der Playboy, der Mann, den Frauen liebten und der sie liebte, der Reiche, der sich mit teuren Spielzeugen umgab. Gunter Sachs hat sich nach Polizeiangaben auf seinem Schweizer Chalet erschossen. Er wurde 78 Jahre alt. Wegen einer ausweglosen Krankheit habe er sich das Leben genommen. Mit dieser Nachricht schreckte der Spiegel seine Online-Leser auf am 8. Mai 2011. Gunter Sachs hatte am Vortag den sogenannten Freitod gewählt. Angeblich litt er unter Depressionen und fürchtete sich vor dem Ausbruch der Alzheimer-Erkrankung. Dies ging aus einem Abschiedsbrief hervor. Er stellte heute noch in keiner Weise ein Fehlen oder einen Rückgang seines logischen Denkens fest, hatte Sachs darin geschrieben. Eine wachsende Vergesslichkeit, die rapide Verschlechterung seines Gedächtnisses und seiner Bildung des Sprachschatzes führten aber jetzt schon zu gelegentlichen Verzögerungen in Konversationen. Also der prominente Suizident war keineswegs sterbenskrank, sondern er fürchtete sich davor, krank zu werden. Dieser Umstand genügte ihm, um seinem Leben ein vorzeitiges Ende zu setzen. Mein Mann war in Taktik und Strategie der absolut allerbeste, sagt seine Witwe, jetzt 2 Jahre später in einem Spiegelinterview am 8. April 2013. Alles, was mein Mann gemacht hat, hat er perfekt inszeniert. Der Suizid war nicht das Ergebnis einer spontanen Entscheidung und der Sachs nahm sich nicht in einem Moment der Verzweiflung das Leben. Mein Mann hatte nie alt werden wollen, so sagt seine Witwe. Eine ernsthafte Diskussion über die Legitimität, Legalität ist das eine, die ist ja gegeben, aber über die Legitimität dieses sogenannten Freitodes fand weder 2011 noch heute statt, denn eine solche Debatte passt nicht in eine Zeit, in der die Selbstbestimmung des Menschen zunehmend auf das Recht zur Bestimmung des eigenen Todeszeitpunkts eingedampft wird. Wie lässt sich erklären, dass in unserer Gegenwart reiche und noch nicht einmal sterbenskranke Menschen ihren Suizid öffentlich zelebrieren und dafür in den Medien achtungsvolle Nachrufe erhalten? Wie ist es möglich, dass die menschliche Freiheit, also die Entscheidung zwischen mehreren Handlungsalternativen, von denen wir im Leben oft eher zu wenige als zu viele haben, neuerdings gerade als Freiheit im Sterben konstruiert und vom gesellschaftlichen Mainstream als sozialer Fortschritt gepriesen wird? Wie konnte es geschehen, dass die Bundesrepublik im Jahre 2013 dem politischen Ziel einer selbstgewählten Vorverlegung des Sterbens vor allem älterer und sehr alter Menschen deutlich näher gekommen ist durch dieses Gesetzesvorhaben? Entscheidende Beiträge hat dazu eine, das muss man selbstkritisch sagen, auch von Medizinethikern seit gut 2 Jahrzehnten geschickt und das Volk gebrachte Propaganda geleistet, die eine moralische Verabsolutierung des Begriffs Selbstbestimmung mit einem regressiven Bedeutungswandel, mit einer Einengung dieses Begriffs verknüpft hat.
Es gibt ein interessantes Buch aus dem Jahre 1978. Da ist ein fiktiver Medizinethiker namens Caspar Storm genannt, von dem der schwedische Autor Karl-Henning Weikmark in seinem Buch Der moderne Tod vom Ende der Humanität spricht und den er dort reden lässt. Dieser fiktive Ethiker sagt, wenn die Mittel nicht ausreichen, um alle zu retten, die rein technologisch mit einer modernen Behandlung gerettet werden können, muss es entweder dem Zufall überlassen werden, wer sterben muss, oder es muss eine rationale Auswahl getroffen werden, die eine vergleichende Bewertung des Menschenlebens zum Inhalt hat. Einen dritten Weg gibt es nicht, weil die Mittel niemals für alle ausreichen, nicht einmal in den reichsten Gesellschaften. Weikmarks Novelle, knapp 100 Seiten, beschreibt ein als Zukunftsszenario dargestelltes, in den 1990er Jahren spielendes Symposium hochrangiger schwedischer Politiker und Wissenschaftler über die Frage, wie man des Problems zu vieler alter und kranker Menschen in Zeiten des bedrohten Wohlstands Herr werden könnte. Aus der Retrospektive von 35 Jahren wirkt das Buch geradezu prophetisch und jedenfalls auf mich beklemmend. Hören wir nochmal den Medizinethiker Caspar Storm. Er sagt, es dürfte zum Beispiel nicht so unmöglich sein, auch die Älteren selbst zur Einsicht zu bringen, dass sie ihren gebührenden Teil vom Leben bekommen und ihren Lebenseinsatz erfüllt haben. Der Tod muss wieder natürlich werden. Eines alten oder hoffnungslos kranken oder behinderten Menschen Tod darf nicht als etwas Schlimmes angesehen werden, das absolut verhindert werden muss. Wie viele von uns die Langzeitpflege und die Pflege hoffnungsloser Fälle aus der Nähe selbst erlebt haben, als Ärzte oder Angehörige, spüren nicht den innigen Wunsch, dass ihnen das menschliche oder eher das unmenschliche Leiden, das dort gezeigt wird, erspart bleiben möge. Hier wird das Wort Lebensqualität zu hohn und es ist gemein und schäbig, diese Menschen nicht von einem sogenannten Leben zu erlösen, das nur Erniedrigung und Qual ist. Soweit dieser fiktive Medizinethiker im Jahr 1978. Nun, wenn man sich das als politisches Programm vorstellt und das optimieren möchte, dann würde also, folgen wir diesem Argument, die Entsorgung alter und kranker Menschen dann optimiert werden können, wenn es gelänge, sie selbst davon zu überzeugen, dass ein freiwilliger Abgang nach einem erfüllten Leben eine Tugend, ja vielleicht sogar eine soziale Verpflichtung wäre. Diese Überzeugungsarbeit ist nicht von heute auf morgen zu leisten, sie benötigt Jahre bis Jahrzehnte. Je langsamer der entsprechende gesellschaftliche Prozess voranschreitet und je unmerklicher er Raum greift, desto wirksamer und stabiler wird das Ergebnis sein und desto schwerer kann es revidiert werden. Das wissen die Befürworter der organisierten Sterbehilfe natürlich und sie richten ihr Handeln politisch danach aus. Im Kontext des von der Bundesregierung im Jahre 2012-13 geplanten neuen Paragraphen 217 wurde der also, Sie wissen es ja wahrscheinlich, die kommerzielle Beihilfe zum Suizid verbieten wollte, wurde nur eine oberflächliche Debatte über die angebliche Sittenwidrigkeit und Verbotswürdigkeit dieser kommerziellen Suizidassistenz geführt. Diese Fragestellung, warum also die kommerzielle Suizidbeihilfe gegen Geld, so wie das etwa in der Schweiz geschieht, warum die also moralisch verwerflich ist, dass man sie verbieten muss, das ist gar nicht so selbstverständlich, wie es aussieht. Meines Erachtens ist dieser Ansatz vollkommen verkehrt, ethisch vollkommen verkehrt. Warum? Sehen wir uns den Sachverhalt genauer an. Ich stelle zwei Thesen auf. Erste These, eine an sich gute oder wenigstens moralisch neutrale Handlung wird nicht automatisch dadurch schlecht, dass sie Geld kostet. Niemand würde beispielsweise von einem Bäckermeister verlangen, dass er seine Brötchen verschenken müsse, um nicht einer sozial unwertigen Kommerzialisierung der Nahrungsmittelversorgung Vorschub zu leisten. Diese sozial unwertige Kommerzialisierung wurde dem Burger Pusch vorgeworfen vom Verwaltungsgericht in Hamburg damals. Auch würde niemand von einem bildenden Künstler fordern, dass er die von ihm gemalten Bilder kostenlos abzugeben hätte, damit er nicht eine sozial unwertige Kommerzialisierung der Kunst befördere. Das ist eigentlich ein blödsinniges Argument. Zweite These. Andererseits wird aber eine an sich schlechte Handlung auch nicht dadurch gut, dass sie gratis zu haben ist. So würde etwa die Tat eines Denunzianten auch nicht dann als lobenswert betrachtet, wenn er seine Freunde lediglich privat und im Rahmen eines Hobbys verrät, ohne Geld für die weitergegebenen Informationen zu verlangen, wie mancher IM es früher getan hat. Und ein Hehler, der Diebesgut ohne eigenen Gewinn in Verkehr brächte, der wäre vielleicht töricht, aber nicht gerade ein Wohltäter. So, die Intuition, die den Gesetzgeber hier geleitet hat, dass die kommerzielle Beihilfe zum Suizid keine ethisch akzeptable Tat ist, rührt also, glaube ich, von der Sache selbst her und nicht von dem möglichen finanziellen Gewinn des Sterbehelfers,
den Suizidenten insoweit keinen Schaden mehr zufügt. Denn der Verstorbene braucht das Geld nicht mehr. Die Erben werden sich vielleicht ärgern. Die Assistenz bei der Selbsttötung fordert aber in jedem Falle eine Handlung, die ethisch, das ist jetzt meine persönliche Auffassung, nichts mit der Autonomie des Menschen legitimiert werden kann. Die Autonomie als die Fähigkeit des Menschen, sich eigene Gesetze zu geben und nach diesen zu handeln, hat ihren Grund, eine Ursache in der physischen Existenz der Person. Sie ist Symptom und nicht Ursache unserer biologischen Konstitution. Daher beschränkt sich die legitime Reichweite der menschlichen Selbstbestimmung eigentlich auf den Bereich diesseits ihrer physischen Grundlage. Das ist kein genau kantisches Argument, sondern eher ein legitimationstheoretisches. Natürlich ist der Mensch faktisch in der Lage, sich umzubringen, aber er kann meines Erachtens diesen Schritt gerade nicht mit Blick auf die Selbstbestimmung legitimieren. Damit es nicht zu lang wird, fasse ich das Ganze nochmal in ein paar Thesen zusammen, maximal 10. Sind kurz. Und die werden jetzt auch noch ein bisschen zugespitzt, weil ich natürlich nicht alles jetzt hier urteilen wollte. Erster Punkt. Die prognostizierte demografische Alterung der Bevölkerung wird in den kommenden Jahrzehnten dazu führen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung steigt, während gleichzeitig das Wohlstandsniveau im Alter sinkt und die medizinische und pflegerische Versorgung alter Menschen schwieriger werden. Insbesondere geraten die geburtenstarken Jahrgänge 1950 bis 1970 hier künftig in den Fokus der sozialen Gesundheitspolitik. Das ist dieser Berg mit bis zu 1,4 Millionen Geburten. Sie heute sind aus einer Generation, da gibt es noch etwa 700.000. Sollen wir später mal unsere Renten bezahlen. Mit zunehmendem Lebensalter, These 2, kommen kostenintensive, meist chronische Krankheiten auf uns zu, denn nur wenige Menschen sterben spontan als Gesunde. Oder wie das so heißt, Turne bis zur Urne. Der Gedanke, Turne bis zur Urne, der ist eigentlich, wenn man ihn zu Ende denkt, zwingend mündet er in den Suizid. Die Krankheits- und Pflegekosten steigen am Ende des Lebens in der Zukunft weiter. Drittens, in förderlichem Sinne beeinflusst werden könnte die Tendenz zu einem die materiellen Ressourcen der Gesellschaft möglichst schonenden Sterben alter und kranker Menschen dann, wenn es gelänge, diese Menschen selbst schon weit im Vorfeld des herannahenden Todes davon zu überzeugen, dass ein freiwilliger Suizid nach einem erfüllten Leben eine besondere Tugend oder gar eine soziale Verpflichtung wäre. Es gibt dann, viertens, von Christoph Wilhelm Hufeland aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts den Satz, ein Arzt, der sich an der Tötung des Patienten beteiligt, werde der gefährlichste Mann im Staate. Dieser Satz findet heute, trotz den Erfahrungen mit der sogenannten Euthanasie der NS-Zeit, kaum noch öffentliche Resonanz. Er ist aber, dieses Argument der schiefen Ebene, philosophisch vielleicht in der Theorie nicht 100% erweislich, aber historisch-empirisch ist belegt. Fünftens, das Selbstbestimmungsrecht von Patienten ist seit den 1990er Jahren in medizinethischen Debatten rhetorisch nahezu solitär in den Vordergrund gerückt worden. Ausgerechnet beim Thema Sterbehilfe soll sich paradoxerweise dieses Recht auf Selbstbestimmung vorrangig bewähren. Die Selbstbestimmung kann in der Medizin aber nicht mit einem moralischen Recht auf den selbstbestimmten Todeszeitpunkt identifiziert werden. Da wüsste ich viel interessantere Punkte für Selbstbestimmung. Die entsprechende Forderung ist in jedem Falle illusionär und führt auch in die Irre. Sechstens, die Bundesregierung wollte zu Beginn 2013 einen Gesetzentwurf vom Deutschen Bundestag verabschieden lassen, durch den die gewerbsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe gestellt werden sollte. Doch der neue Paragraph 217 StGB bezöge die ungleich häufigere organisierte Suizidbeihilfe und übrigens die private Suizidbeihilfe, bei der keine Gewinnerzielungsabsicht ersichtlich ist, bezöge er nicht in die Strafbarkeit mit ein. Diese Suizidbegleiter können sich damit sogar privilegiert, ja bestätigt fühlen, weil ja im Strafrecht als fragmentarischem Instrument das, was verboten werden soll, wird verboten und das, was ausdrücklich nicht verboten wird, ist damit ein Stück weit geadelt. Viel interessanter was der Entwurf regeln wollte, ist also das, was er ausspart und durch sein Schweigen geradezu privilegieren würde. Deshalb meine Überzeugung ist, dieses Gesetz, das jetzt verändert wurde, besser, dass es kein Gesetz bekommt, als dieses falsche Gesetz. Siebtens, die meisten Menschen, die einen Suizid begehen, befinden sich in Phase schwerer Depression, sodass der Begriff des Freitodes absurd wirkt.
Die Neigung zur Selbsttötung steht in deutlichem Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen. Die brauchen eigentlich im Normalfall eher fachmännische Hilfe als eine Verantwortung in den Tod. Nun kommt noch drei Thesen. Achtens, starke These, dem Suizid müsste eigentlich als solchem die soziale Anerkennung versagt bleiben. Diese Überlegung kommt insbesondere angesichts der demografischen Alterung der Bevölkerung eine besondere Bedeutung dazu. Das Sterben ist ein dem Menschen obligatorisch vorgegebener natürlicher Prozess, der keineswegs nur biologische Vorgänge beinhaltet, sondern der eine erhebliche biografische und, ich darf das auch in Göttingen sagen, spirituelle Bedeutung hat. Die suizidale Abkürzung dieses letzten irdischen Lebensabschnitts ignoriert die Ganzheitlichkeit des menschlichen Lebens, das gerade nicht nur aus Momenten flüchtigen Glücks besteht. Und die Selbsttötung ist Ausdruck einer Handlung, die nicht mit der Autonomie des Menschen legitimiert werden kann. Die Autonomie, also die Möglichkeit, sich eigene Gesetze zu geben und nach diesen zu handeln, hat ihre Voraussetzungen in der physischen Existenz der Person. Sie ist Folge und nicht Ursache unserer biologischen Konstitution. Abschließende These: Mit der Selbsttötung nimmt sich der Mensch tatsächlich die Freiheit weg, und zwar für immer. Der Suizid bringt unwiderruflich das Ende jeder Handlungsfreiheit mit sich. Der Begriff des Freitodes ist daher zynisch und abzulehnen. Niemand begeht Suizid, Freitod, wenn er nicht noch eine andere Möglichkeit hat, eine bessere. Also der Freitod ist immer nur dann, wenn man glaubt, dass man eben gerade keine Freiheit zu etwas handeln hat. Eine wahrhaftige Medizinethik setzt eine zutreffende Bezeichnung der Phänomene voraus. Und nur wenn man da genauer nachfragt, erhält man Antworten, und nur wenn man sich sozusagen dem Mainstream der veröffentlichten Meinung widersetzt, kann man vielleicht auch im Diskurs etwas bewirken. Ich glaube, ich habe die 10 Minuten überschritten. Grundlegendes Hinweis, was Sie als angehende Juristen und Juristen sicherlich vielleicht auch ganz gerne hören, nämlich, dass zwischen den Ethikern und den Juristen ein wesentlicher Unterschied besteht. Ethiker ergehen sich in philosophischen Betrachtungen, in Theorien, die jeder für sich entwickelt, die aber in der Gesellschaft eigentlich nicht gefestigt sind. Jeder vertritt seine eigenen ethischen Auffassungen. Das ist sicher hier im Saal auch so, dass zu verschiedenen Themen jeder ein eigenes ethisches Bewusstsein entwickelt. Das ist auch in Ordnung so. Juristen werden dazu gebracht und dazu, ich sage mal, bewusst dressiert, sie werden das erleben in ihrer weiteren Ausbildung, dass man sich strikt orientiert an dem, was ist das Gesetz, was ist die Rechtsprechung. Und nur so kommt man weiter. Stellen Sie sich vor, in einem Rechtsfall würden die beteiligten Juristen anfangen, sich über die ethischen Erwägungen dieses Falles zu unterhalten. Ist es so ethisch rechtfertigt? Ist es so ethisch rechtfertigt? Wir kämen zu gar nichts. Wir können allerdings auch die ethischen Fragen mit juristischen Grundsätzen lösen. Wir haben nämlich das Grundgesetz. Und da gibt es zwei Artikel, die für das Ganze, was wir hier erörtern wollen, maßgeblich sind. Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und Artikel 2, das Selbstbestimmungsrecht des Menschen, zu dem Professor Bauer ja eben auch einiges ausgeführt hat. Also die Würde des Menschen ist unantastbar. Das setzt eigentlich voraus, dass man erstmal definiert, was ist denn die Würde des Menschen. Und da haben wir uns eine Vorstellung entwickelt, eine Definition, die ich Ihnen gerne mal übermitteln würde, fragen, ob Sie der zustimmen. Wir sagen, es ist ein weiter Begriff, den kann man unterschiedlich werten. Und wir vertreten die Auffassung, was die Würde des Menschen ist, das bestimmt jeder für sich. Wer beispielsweise in einer Sterbehilfesituation sagt, meine Würde gebietet es, dass ich ein Leiden bis zum Ende durcherlebe, ich will keine Sterbehilfe, dann ist das sein Begriff von Würde und dem muss entsprochen werden. Und wenn er sagt, naja, ich möchte nach einem erlebten, erfüllten Leben mit vielen Aufgaben nicht in das Stadium eines dreijährigen oder zwei- oder einjährigen Kindes zurückfallen, werde da betreut wie so ein einjähriges Kind, das ist für mich würdelos, ich möchte gerne dann das beenden, dann ist das sein Begriff
von Würde. Und so kommt man relativ schnell zu der Lösung der Frage, was ist denn nun eigentlich die Würde? Sollten Sie sich dieser Auffassung anschließen, muss ja nicht heute erörtert und entschieden werden, dann würden Sie unserer Meinung entsprechen. Da kommt man nämlich relativ schnell zu einem Ergebnis, wenn man einfach sagt, jeder bestimmt das für sich. Der wesentliche Punkt ist Artikel 2 des Selbstbestimmungsrechts. Und da ist nun die Frage, die Professor Bauer auch angesprochen hat, wie weit geht das Selbstbestimmungsrecht? Hat der Mensch ein autonomes Recht, alles dies zu bestimmen, also auch sein Lebensende zu bestimmen? Nun sagen wir Juristen, wir machen es jetzt relativ einfach und versuchen es jedenfalls, dann verweisen wir auf den BGH und auf das Bundesverfassungsgericht. Und das hat also in beide haben entschieden, das Selbstbestimmungsrecht des Menschen durchzieht nicht nur sein ganzes Leben, wenn andere Gesetze nicht bestimmt ist, ja, durchzieht nicht nur sein ganzes Leben, sondern ist auch maßgeblich für die Endphase des Lebens, also für die Frage, will ich sterben oder nicht. Und das ist nun, was der Bundesgerichtshof, also das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, ist das extreme Gegenteil von der ethischen Auffassung, die Professor Bauer hier dargelegt hat. Man sagt nämlich, das ist das Recht des Menschen, das auch zu bestimmen. Ich persönlich meine auch, dass es der wesentliche Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts des Menschen, nicht, dass er nur bestimmt in banalen Dingen, seinen Beruf wählen zu können oder in anderen Dingen, also banalen Fällen bis zu dieser Kernbereich, den wir jetzt ansprechen, sondern auch in diesem Kernbereich eine Entscheidung zu treffen. Das wird nämlich für manche Menschen ein Kernbereich. Wenn Sie erleben würden, wie die Entwicklung mancher Menschen bei schweren Krankheiten ist, die an nichts anderes mehr denken, als nur an die Frage, kann ich eine Erlösung von diesem Zustand erhalten oder nicht, dann weiß man, dass das eben ein Kernpunkt des Lebens ist. Und da stellt sich dann auch die Frage, die auch wesentlich ist, wie weit sind andere rechtliche Dinge da auch zu beachten. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nehmen, das für Sie vielleicht als junge Menschen interessanter ist, als wir uns mit dem 90-Jährigen beschäftigen, dessen Frau, mit der er 60 Jahre zusammengelebt hat, verstorben ist, der nicht mehr weiß, was er noch machen soll, mit seinem Leben und sterben möchte, sondern eine andere Situation, die vielleicht näher ist. Wir betreuen also einen 28-Jährigen, der vor 7 Jahren nach einem Verkehrsunfall seitdem gelähmt ist. Der liegt also herum, der kann sich überhaupt nicht mehr bewegen, der kann auch den Kopf ein bisschen zur Seite nehmen, ein bisschen röcheln, sodass man ihn mit großer Mühe noch verstehen kann. Das ist sein Leben, sein Schicksal seit 7 Jahren. Und die Mediziner meinen, die Organe seien so gesund, dass der wahrscheinlich noch 30, 40 Jahre da herumliegt. Er betrachtet sich, kann er euch noch sagen, als einen lebenden Leichnam. Und er hat nur ein Ziel, zu sterben, was sicherlich für viele Menschen verständlich sein wird. Und wenn ich nun dies auch unter ethischen Aspekten sehe und vor allen Dingen zurückführe auf Artikel 2 des Grundgesetzes, dann frage ich mich, warum soll der eigentlich nicht sterben? Wer maßt sich eigentlich an, zu sagen, dem verweigern wir den Tod? Ob das Herr Kardinal Meissner ist, oder wer ist sonst, oder Huber, oder was ist sonst für Leute sind, die in den Kirchenbereichen immer sich äußern zu den Fragen, die hier relevant sind. Ja, dem kann ich nur entgegenhalten, was maßen Sie sich an, über das Schicksal eines solchen Menschen befinden zu wollen? Und dann greifen wir zurück auf Artikel 2 des Grundgesetzes als Juristen und sagen, es spielt alles keine Rolle, der Mensch darf das entscheiden und wir helfen ihm, wir als Anwälte, auch als Vertreter des Vereins Dignitas und eines Vereins Humanität und Selbstbestimmung in Berlin, wir helfen den Menschen dabei, das durchzusetzen. Die grundsätzliche Frage ist natürlich auch die, wie weit findet da eine unzulässige Beeinflussung statt, wie weit gibt es kommerzielle Dinge, die ethisch nicht in Ordnung sind. Sie haben dankenswerterweise mit Recht gesagt, es kann nicht darauf ankommen, ob etwas kommerziell geleistet wird oder ideell. Entweder ist es etwas in Ordnung oder nicht. Und wir sagen ergänzend dann immer, alles ist in diesem Leben kommerziell gestaltet. Die Ärzte, die pharmazeutische Industrie, alles arbeitet gegen Entgelt. Warum soll allein die Sterbehelfer unentgeltlich arbeiten? Das ist nicht zu verstehen. Nur auf eins möchte ich Sie mal hinweisen. Dies gehört ganze Geschrei. Nicht an die Geschäftemacherei mit dem Tod. Ich kann Ihnen mal sagen, wie viel in Deutschland im letzten Jahr erzielt worden ist an Einkünften in dieser Sterbehelfer in Deutschland.
Es bewegt sich, die Gesamtsumme, wir haben versucht, das zusammenzuzählen, bewegt sich auf 14.500 Euro. 14.500 Euro ist der Betrag, den alle Sterbehelfer zusammen über die Kostenerstattung gewonnen haben. Und wenn man sich dann überlegt, dass eine ganze Nation aufschreit, wie unwirklich, wie unvertretbar dies ist, dass die also dieses Geld erhalten, dann muss man sich fragen, hat man eigentlich mal sich das andere überlegt, was das andere ist? Da sind Menschen, die möchten sterben, die werden jahrelang an medizintechnische Industrie Geräte angeschlossen. Da verdient die medizintechnische Industrie und die pharmazeutische Industrie Milliarden. Dadurch, dass sie diese Menschen angeschlossen lässt an Geräte und wohlgemerkt gegen ihren Willen, da regt sich keiner auf. Das ist alles in Ordnung, das ist normale medizinische Betreuung, das kennt man ja und keiner regt sich darauf. Aber diejenigen, die den Willen des Menschen umsetzen und dafür 14.500 Euro kassieren, die werden an den Pranger gestellt. Es ist also schon abenteuerlich, wenn man dies alles so sieht. Die Frage ist ja auch die, Frage an Professor Bauer, wie wollen wir das machen, wie wir das dürfen? Wollen Sie ein bisschen, also wir hatten vorher mal überlegt, das sind ja Juristen, werden sich sicherlich auch für die Frage interessieren, was ist eigentlich aktive Sterbehilfe? Ist das zulässig? Passive Sterbehilfe? Indirekte Sterbehilfe und so weiter. Einen ganz kurzen Blick. Ja, hört auf, wollen Sie? Ja, machen Sie. Ja, nur kurze Zwischenfrage noch. Sie sagten 14.000 Euro, das ist natürlich nicht viel, wenn das die Summe ist. Ich habe mir hier ausgedruckt von Dignitas die Eigenbeschreibung. Da ist die Rede davon, dass die Schweizer Branche etwa 7.455 Euro bekommt pro Fall. Es werden ja mehr als zwei Fälle doch gewesen sein. Das war nur beschränkt auf Deutschland. Die Sterbehilfe in Deutschland. Die eigentlichen Kosten fallen juristisch gesehen in der Schweiz an. Die sind natürlich da nicht erfasst. Insofern ist es schon erheblich mehr. Aber soll mich, wie gesagt, ja nicht tangieren, sondern wir sind uns einig, dass die Kommerzialität der Sterbehilfe nicht so schlimm ist. Wofür wir wieder nicht gesprochen hatten, war tatsächlich diese Unterscheidung der Begrifflichkeiten. Passive, indirekte, aktive Sterbehilfe. Also, es sind keine sehr guten Begrifflichkeiten, insbesondere der Begriff der passiven Sterbehilfe, so wie er bisher gebraucht wurde. Passive Sterbehilfe wird meistens jetzt von ärztlicher Seite betrachtet und bezeichnet als Therapiebegrenzung oder Therapieabbruch. Das heißt, eine lebenserhaltende Therapie, die vom Patienten nicht gewünscht wird, wird dann unterlassen. Und der Patient stirbt dann an seiner Erkrankung. Beispielsweise jemand wird beatmet, weil er selbst nicht mehr atmen kann. Er wünscht diese Beatmung nicht. Die Beatmungsmaschine wird dann abgestellt. Das ist ja eigentlich eine aktive Handlung. Sie zählt aber als passive Sterbehilfe, weil es auf den normativen Charakter der Sache ankommt. Nämlich hinterher, nach dem Abstellen des Apparates, stirbt der Patient infolge seiner Erkrankung. Würde einer von uns beatmet und abgestellt, würden wir nicht sterben, weil wir diese Erkrankung nicht haben, die uns zu einer maschinellen Beatmung zwingt. Also der Therapieabbruch ist als passive Sterbehilfe meistens bezeichnet zulässig. Der ist nicht verboten. Er ist sogar zum Teil geboten, weil wir ja keine Zwangsbehandlung haben. Jeder ärztliche Eingriff, das wissen Sie als Juristen besser als ich als Mediziner, ist zunächst einmal eine tatbestandliche Körperverletzung und nur nach § 228 StGB im Ausnahmefall dann zulässig, wenn der Patient zugestimmt hat. Wenn der Patient also seine Zustimmung widerruft und sagt, ich möchte das nicht mehr, ich lehne diese Behandlung ab, auch wenn ich dann sterben muss, dann ist der Arzt verpflichtet, diese Behandlung zu beenden, Patient stirbt. Juristisch klar, das Problem tritt ja dann auf, wenn dieser Patient zu dem Zeitpunkt bewusstlos ist, nicht mehr einwilligungsfähig ist und zu diesem Zweck sozusagen seine späteren Wünsche in einer Patientenverfügung antizipiert hat. Wenn er also gesagt hat oder geschrieben hat, in dem Fall, dass ich einmal in die und die und die Situation komme, möchte ich keine lebensverlängernde Maßnahmen, die muss er dann im Einzelnen beschreiben. Und wenn aber dann die Situation da ist, ist er ja nicht mehr bei Bewusstsein, sondern dann müsste sein Betreuer oder sein Bevollmächtigter für ihn diese Wünsche durchsetzen.
Da hat es am 1. September oder zum 1. September 2009 ein neues Gesetz gegeben, Paragraphen 1901a und b des Bürgerlichen Gesetzbuches und auch eine Veränderung in 1904, in denen die sogenannte Patientenverfügung, von der vorher schon immer die Rede war, aber jetzt erstmalig kodifiziert ist, als ein rechtliches Vorsorgeinstrument. Über diese Patientenverfügung wird zurzeit da viel geredet und geschrieben, weil wir aufgefordert werden, solch eine Patientenverfügung zu machen. Gerade hier in Vorbereitung auf diese Veranstaltung hat mir jemand eine christliche Patientenverfügung zugeschickt, ein enorm umfangreiches Formular aus Bayern, wo er also festlegen lässt, was im Falle X und im Falle Y mit ihm geschehen soll. Aus meiner Sicht eine sehr, sehr problematische Sache, diese Patientenverfügung, aber können wir gerne darüber später sprechen, ist seit 4 Jahren sozusagen gesetzlich vorgeschrieben, dass wenn jemand nicht mehr einwilligungsfähig ist und er einen Betreuer oder Bevollmächtigten hat, muss dieser Bevollmächtigte seinen Willen erforschen, möglichst mit Hilfe einer Patientenverfügung, aber sonst auch notfalls den mutmaßlichen Willen und muss den umsetzen. Hierbei kommen zweifellos auch viele Patienten zu Tode, bei denen der mutmaßliche Wille vom Betreuer festgesetzt wird, ohne dass der wirklich so bestanden hat. Passive Sterbehilfe, Therapie, aber Patientenverfügung. Der eine große Komplex, der in der Praxis heute ja eine große Rolle spielt, in der Rechtspraxis. Zweiter Bereich, nur kurz die indirekte Sterbehilfe. Indirekte Sterbehilfe, ein Begriff, der auch nicht sehr schön ist, indirekte aktive Sterbehilfe, sagt man auch gerne. Da geht es darum, dass in Zuständen großer Schmerzhaftigkeit braucht der Patient ja eine Schmerztherapie, eine hochwirksame. Und da ist es zulässig und also auch prinzipiell mal nicht strafbar, wenn eine solche Schmerztherapie stattfindet zur Linderung der Beschwerden, die aber als eine unbeabsichtigte, das ist wichtig, aber nicht abänderbare Nebenwirkung zur Folge haben kann, dass das Leben des Patienten verkürzt wird. Das geht insbesondere um schwer stark wirkende Morphinderivate, die die Schmerzen lindern, aber unter Umständen auch eine atemdepressive Wirkung haben können, sodass das das Leben verkürzt. Nun sagen alle Anästhesisten, das gibt es nicht. Richtig dosiert ist es sogar so, dass die gute Schmerztherapie das Leben eher verlängert als verkürzt. Trotzdem besteht diese juristische Fiktion, wenn der Patient verstirbt, als sozusagen unvermeidbare Nebenwirkung dieser schmerzlichen Hauptwirkung, dann ist das straffrei, heißt indirekte Sterbehilfe. Natürlich müssten Sie einem potenziellen Täter nachweisen, dass er tatsächlich überdosiert hat und in Wirklichkeit den Tod des Patienten angezielt hat. Das werden Sie praktisch nicht beweisen können, sodass als indirekte Sterbehilfe auch viele Dinge bezeichnet werden können, die eigentlich entweder aktive Sterbehilfe sind oder sogar im Extremfall ja, Totschlag. Dass also jemand zu Tode gebracht wird durch eine Überdosis, obwohl er das gar nicht wollte. Also ein sehr problematischer Begriff. Ansonsten haben wir bisher hier ja eigentlich über die aktive Sterbehilfe gesprochen. Sie wissen, die ist nach § 216 StGB als Tötung auf Verlangen verboten. Auch hier ein interessanter Punkt. In der Ethik kommt es immer darauf an, wie man eine Sache benennt. Also die Ärzte sagen gelegentlich aktive Sterbehilfe. Ärzte sind gerne aktiv. Ärzte helfen auch gerne. Ja, das ist also eine positive Sache. Der Jurist nennt diese gleiche Geschichte Tötung auf Verlangen und sagt, das ist ein Vergehen mit 6 Monaten bis 5 Jahren Strafe bedroht. Da klingt dasselbe schon nicht mehr so günstig. Es gab Versuche, diesen Paragraphen 216 sozusagen aufzuweichen, zu verändern, aufzuheben, dass also eine ärztliche aktive Sterbehilfe doch zulässig wäre. Das ist bisher den Befürwortern der Sterbehilfe nicht gelungen. Und deswegen jetzt die neueste Variante über den Paragraphen 217, das war früher die Kindstötung, den gibt es ja nicht mehr, der soll jetzt neu belegt werden mit diesem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Strafbarkeit der gewerbsmäßigen Förderung der Selbsttötung. Die Selbsttötung ist straffrei. Der Täter ist ja am Ende nicht mehr am Leben. Und wenn er noch lebt, ist wirklich die Frage, besteht ein Strafanspruch des Staates, dass das seit 200 Jahren straffrei ist, einen Suizidenten nicht auch noch strafrechtlich zu belangen, ist gut nachvollziehbar. Dadurch aber, dass es keinen Haupttatbestand gibt, kann es auch keine Anstiftung und Beihilfe geben.
Das heißt, Anstiftung und Beihilfe zum Suizid sind straffrei. Übrigens, 93% der Mitbürger wissen das nicht. 93% der Bevölkerung glaubt, Anstiftung und Beihilfe zum Suizid seien strafbar. Ich folge daraus, wenn die wüssten, wäre die Situation bereits jetzt eine andere. Die Bundesregierung wollte also dieses verbieten und damit aber die organisierte, also nicht kommerzielle und die private Sterbehilfe, das heißt die Anstiftung und Beihilfe zum Suizid, straffrei zu lassen, beziehungsweise, wie ich das sehe, dadurch zu privilegieren. Wenn ich etwas speziell verbiete, dann ist das andere irgendwie noch herausgehoben. Also das sind diese drei großen Bereiche. In der Praxis spielt eine wichtige Rolle die passive Sterbehilfe, das heißt die Therapie, der Therapieabbruch. Kritischer Punkt, Patientenverfügungen, ganz wichtige Sache. Soll man eine haben, was soll da drinstehen? Ich zum Beispiel habe keine. Ja. Aber vielleicht muss man sich noch eine zulegen, weil ja in Zukunft der Betreuer sonst den mutmaßlichen Willen ermitteln muss. Gut, bei mir wäre das wahrscheinlich nicht so schwierig, den mutmaßlichen Willen zu ermitteln, aber sicher ist sicher, vielleicht muss man doch noch reinschreiben, bitte nicht so schnell Sterbehilfe, weiß ich nicht. Also ein wichtiger Punkt, der zweite Punkt, indirekte Sterbehilfe, aktive Sterbehilfe, also sprich, soll man tatsächlich erlauben, dass man Menschen beim Suizid assistiert, dass also zum Beispiel auch der Arzt, darum geht es ja nicht zuletzt, oder ärztliche Hilfspersonen Beihilfe oder sogar Anstiftung zum Suizid leisten dürfen. Klare Antwort derzeit. Derzeit ist es rechtlich zulässig, weil es ja nicht verboten ist. So, das sind, glaube ich, die Begriffe. Jetzt ist die Frage, wollen wir uns miteinander unterhalten oder sollen die Herrschaften schon Fragen stellen? Gerne einen Punkt noch ganz kurz ergänzen. Also ich bin an sich etwas überrascht. Ich dachte, wir würden hier in keinem Punkt zu irgendeiner Gemeinsamkeit kommen. Ist doch ein bisschen besser. Und das meiste, was Sie gesagt haben, das kann ich auch nur unterstreichen, weil es eben einfach richtig ist, weil so die Gesetzeslage ist. Bei der indirekten Sterbehilfe noch mal ein Wort, damit man das richtig einschätzt. Der Fall der Schwerkrebskranke, der also eigentlich nur noch dahin vegetiert. So, dann wird er immer schwächer, die Schmerzen werden größer, die Mediziner werden das vielleicht so unterstreichen können, die Schmerzen werden größer, der Körper kann immer weniger Fremdstoffe, also Gifte, also diese Morphium oder ähnliche Dinge vertragen. Also müsste man im Grunde genommen trotz stärkerer Schmerzen die Mengen, die Dosierung runtersetzen, Katastrophe. Also darf der Arzt ruhig mal reinpumpen, nach dem Motto, dann stirbt er eben früher. Er darf nur eins nicht, er darf nicht subjektiv die Absicht haben, ihn auf diese Weise vorzeitig, sein Leben vorzeitig zu beenden. Das heißt, das eigentlich nachher für den Juristen, für den Staatsanwalt unter Umständen von Bedeutung ist, spielt sich eigentlich in seinem Kopf ab. Was hat er eigentlich für eine Absicht gehabt? Also das nur mal so zur Erläuterung. Und was die Patientenverfügung anbetrifft, wir haben oft große Probleme. Es gibt viele Patientenverfügungen, auch diese christliche habe ich auch schon erlebt. Es gibt eigentlich, sage ich mal so, nur eine gute, das ist die von Venitas erstellte. Spaß mit ernstem Hintergrund. Das Problem ist nämlich folgendes: Die Patientenverfügung, die wir sehen, sind alle unwirksam. Da steht dann drin, sollten zwei Ärzte der Meinung zu dem Ergebnis kommen, dass mein Leben keinen Sinn mehr macht oder ich nicht mehr zu heilen bin. Also als mein Vater, als ich als Student ins Krankenhaus gerufen wurde und die Ärzte sagten, also ihr Vater wird die Nacht wahrscheinlich nicht mehr überleben, den nächsten Tag mit Sicherheit nicht, richten Sie Ihre Mutter darauf ein. Er wurde zwei Wochen später geheilt entlassen und starb dann viel später an etwas ganz anderem. Es ist schwierig für Ärzte, eine solche Prognose mit Sicherheit zu treffen. Und nun sitzt man da und sagt, ja, wer will denn so eine Prognose treffen? Wir haben also für die Dignitas eine sehr genaue, präzise Patientenverfügung entwickelt. Danach muss
eine Beatmung oder eine Ernährungssonde abgestellt werden, zu einer bestimmten Zeit oder gar nicht erst angeschlossen werden. Aber wir wollen das hier im Einzelnen nicht erörtern. Ich will das nur mal so sagen, wenn fordern Sie eine an, kriegen Sie die. Wichtig ist hier Folgendes. Und das ist jetzt eine Aussage, die möchte ich machen, vor allen Dingen an die wenigen Mediziner, aber eben vor allen Dingen auch an die Juristen. Es bleibt immer die Auffassung, ja, der Patient kann ja bestimmen, was er will. Letztlich hat der Arzt die Entscheidung. Er ist aus ethischen Gründen verpflichtet, nach seinen Moralvorstellungen und nach seiner Einschätzung zu entscheiden. Das ist schlicht falsch. Ich sage Ihnen Folgendes ganz klar, Angenius, bitte. Ganz klar, der Arzt hat die Befehle des Patienten zu befolgen. Und wenn er sagt, nicht mehr, ja, dann darf er nicht mehr. Das Einzige, was der Patient nicht befehlen kann, wäre eine aktive Tötung, weil das gesetzeswidrig ist und ein gesetzeswidriges Verhalten kann ich vom Arzt nicht verlangen. Aber nehmen wir den Fall. Wir kommen in eine Situation, alle Ärzte sagen, wenn Ihnen das Bein nicht amputiert wird, werden Sie sterben. Das ist die einzige Möglichkeit, Sie am Leben zu halten. Und Sie sagen, dann will ich sterben. Ich will nicht. Dann darf der Arzt nicht amputieren. Und wenn er das tut, ist es eine Körperverletzung. Das ist oft eine Auffassung, die falsch ist, also der Patient entscheidet. Das Problem ist oft, Sie hatten es auch schon angesprochen, was ist eigentlich, wenn nun keine Patientenverfügung da ist, immer wieder haben wir die Situation. Was ist dann eigentlich maßgebend? Da hat der BGH, der uns in diesem Bereich hervorragende Entscheidung getroffen hat, muss man ausnahmsweise mal sagen, vieles ist nicht brauchbar. In diesem Bereich gibt es eine vernünftige Entwicklung. Er hat einfach Folgendes entschieden. Wenn es denn keinen Willen, erklärten Willen gibt, dann ist der zu vermutende Wille zugrunde zu legen und der ist zu erforschen. Nun könnte man sagen, das ist ja sehr schön. Wie will ich jetzt von einem Menschen, der hier sterbenskrank ist, der sich nicht mehr äußern kann, wie will ich denn da den Willen erforschen? Wir haben solche Fälle schon gehabt. Wir haben dann also die gesamte Verwandtschaft vorgeladen, haben in einem Tagesprogramm alle gefragt, was gab es mal in Äußerung im Fernsehen, wo gesagt, so will ich mal nicht leben und so weiter. So erforscht man dann den vermuteten Willen und die Entscheidung ist dann die, es kommt ja nicht nur auf den Betreuer an, der Horrorfall, den Sie eben genannt hatten, es muss ja noch ein, erst noch also noch dazukommen, der Arzt muss mit dem Betreuer übereinstimmen zum Ergebnis kommen, es wird abgeschaltet. Der Betreuer allein kann in jedem von Ausnahmefällen abgesehen, diesen Fall nicht entscheiden. Sie haben so einen Ausnahmefall vor Augen, das kann natürlich alles mal passieren, aber im Wesentlichen entscheidet er über Einstimmung, Erklärung des Arztes und des Betreuers. Das heißt, eben hatte ich gesagt, der Arzt hat gar nichts zu entscheiden, des Befehlsempfänger. Das sind ja Fälle, wenn keine Befehle gegeben werden, weil der Patient sich nicht mehr äußern kann. Ein wesentliches Problem, was wir jetzt haben, in der Zukunft zunehmend haben werden, ist die Frage, warum verbietet die Ärztekammer den Ärzten eine Suizidbeihilfe. Das ist Rechthaberei, bornierte Grundhaltung, die wir da immer feststellen. Wir haben jetzt hier für den Arzt Arnold, der Ihnen vielleicht bekannt ist, so aus Fernsehdiskussionen und so weiter, der hat schon viele Menschen da ins Jenseits gefördert hat. Den haben wir also vertreten in einem Prozess gegen die Ärztekammer Berlin bei dem Verwaltungsgericht Berlin und haben da einen Erfolg erzielt. Das Verwaltungsgericht Berlin hat Folgendes gesagt: Diese kategorische Regelung in der Berufsordnung der Ärztekammer Berlin, Ärzte dürfen nie eine Suizidbeihilfe leisten, ist verfassungswidrig. Es gibt also Fälle, wo man sagen muss, in solchen Fällen darf der Arzt das schon machen. Wir waren sehr froh, wir haben also mal die Türen ein Stückchen aufgemacht, wie die Entwicklung sein wird, weiß ich nicht. Ich habe dafür kein Verständnis für diese Borniertheit, muss ich Ihnen ganz offen sagen. Gestatten Sie mir, dass ich manche Dinge sehr klar zum Ausdruck bringe. Überall dort, wo ein Mensch Hilfe braucht, ob der Kühlschrank kaputt ist, ob er beim Auto mit dem Motor was ist, geht er zu einem Fachmann. Nur in dem Bereich, wo er nun wirklich Hilfe braucht, das kann er sich selbst helfen. Und wenn ich die zynische Äußerung von dem Präsidenten der Bundesärztekammer höre, und zwar in Bezug auf einen Menschen schwer krank, so ähnlich wie ich vorhin gesprochen hatte, der da bewegungslos im Bett liegt und sagt, naja,
Die Leute sollen sich doch selber helfen. Sie sollen sich selbst die Medikamente besorgen und dann selbst in den Tod gehen. Da kann man sich fragen, ist ein solcher Zynismus, ist das eigentlich... nein, das war nicht. Das ist ein Also was wir brauchen, ist eine Aufweichung dieser unvertretbaren Haltung der Ärztekammer. Es muss den Ärzten gestattet werden, Beihilfe zu leisten. Nun kommt ja der Einwand, ja, Ärzte sind ja dem Leben verschrieben und man kann keinen Arzt geben. Darum geht es doch nicht. Es geht nicht darum, dass Ärzte gezwungen werden sollen. Da kommt der Hinweis, 2/3 der Ärzte haben in Befragungen geäußert, nein, wir lehnen das ab, eine Suizidbeihilfe. Ja, ist ja in Ordnung. Es werden ja die Ärzte nicht gezwungen und sollen auch nicht gezwungen werden. Es geht um das restliche Drittel. Ärzte, die sagen, nach meinen ethischen, nach meinen moralischen Vorstellungen, ist es vertretbar, Hilfe zu leisten. Denen sollte man das nicht versagen. Wir erleben doch die Fälle. Wir haben doch hier auch einen Sportler, der in letzter Zeit aus Hannover sich vor den Zug geworfen hat, mal das Beispiel ständig pro Jahr 300 Fälle. Leute, die sich vor den Zug werfen. Ja, muss das sein? Ja. Und wenn diesen Leuten eine vernünftige Hilfe angeboten würde, wäre das Problem. Der Sportler, der, um den es eben geht, der Lokführer, hat das neulich an Zugführer gesagt, das heute noch in psychiatrischer Behandlung. Also das sind Dinge, da muss man mal überlegen, ob da nicht eine Liberalisierung und eine vernünftige Haltung in dieser Sache erforderlich ist. Ja, ich glaube, jetzt habe ich erstmal genug gesagt. Ach so, ein Fall, ein Satz sagen, das ist mir noch gestanden. Weil man immer wieder hörte, ja, auf der Basis der deutschen Vergangenheit. Ja. Euthanasie, das ist natürlich in Deutschland nicht vertretbar. Da gibt es einen Satz dazu. Wer diese Sterbehilfefragen mit Euthanasie verwechselt oder das behauptet, ist dumm und blöd. Sage ich nicht. Sondern es ist eine Aussage, die gemacht hat der Hamburger Philosoph Giordano, seines Zeichens Jude. Die Eltern sind im KZ zugekommen. Also ein Mann, dem man schon mal von der Vergangenheit her zugestehen muss, dass er da eine klare Aussage macht, der nämlich sagt, das, was dort gemacht worden ist, die Ermordung, ja, von Menschen in den KZs oder sonst wo, in Heil- und Fliegeranstalten, hat mit einer solchen Hilfe für sterbewillige Menschen absolut nichts zu tun. Also wenn einer mit diesem Kram kommt, nehmen Sie meine Aufforderung, klare Position. So. Ja, jetzt sind viele Punkte angesprochen worden. Um mit dem Sportler anzufangen, Sie wollen jetzt nicht ernsthaft sagen, dieser schwer depressive Mann hätte besser Sterbehilfe in Anspruch genommen. Ich würde sagen, er wäre besser zum Psychiater gegangen, weil ein junger, schwer depressiver Mensch, bitte? Ja, dann ist diese Behandlung schiefgegangen. Ja? Aber ich hatte das jetzt eben so verstanden, dass man ihn, statt dass er sich vor den Zug geworfen hätte, besser zu Dignitas geschickt hätte. Aber genau das ist ja der Punkt, den ich vorhin kurz erwähnt habe, dass natürlich über 90% derjenigen, die Suizid begehen oder suizidal sind, man sollte sie nicht Selbstmörder nennen, das sind ja junge Menschen, die keinen Ausweg mehr wissen, sie bräuchten eigentlich eine Behandlung. Und es zeigt sich übrigens, die Zahl der Suizide ist von 18.000 vor 30 Jahren auf etwa 10.000 zurückgegangen. Das ist nicht zuletzt ein Erfolg auch der modernen Psychiatrie und sogar Pharmakopsychiatrie, wenn man kritisch gegenüberstehen kann, aber jedenfalls die Zahl der Suizide ist tatsächlich gesunken. Es war immer noch erheblich über den Verkehrsunfällen, aber sie ist niedriger als vor 30 Jahren. Und die Zahl der Suizide ist natürlich auch interessant, wenn man sie sich anschaut nach Alter und Geschlecht. Also der Suizid ist ja ein Phänomen, der überwiegend Männer betrifft. Und zwar je älter sie werden, umso mehr klafft diese Schere auseinander. Ich kann so den Daumen gepeilt sagen, Frauen begehen Suizidversuche, Männer bringen sich um. Zwar nicht zuletzt durch Erhängen, Erschießen und vor den Zug werfen. Das sind die deutschen Methoden, vor allem auch vor den Zug werfen. Weder
man muss da häufig Bahn fährt, lebt das in der Tat. Und wie Sie mir recht sagen, für die Lokomotivführer ist das ganz furchtbar. Nur das sind in aller Regel psychisch Kranke. Beispielsweise gibt es ja auch die Suizidforschung. Einer der bekanntesten Suizidforscher ist der Professor Armin Schmidtke aus Würzburg. Die haben sehr viele empirische Erkenntnisse über Suizidalität. Beispielsweise, dass Bewohner von psychiatrischen Anstalten gerne sich auf die Eisenbahnschienen legen, aber nur, wenn die Eisenbahn nicht weiter als 2 Kilometer von der Anstalt entfernt ist. Ist sie weiter weg, tun sie es nicht, so zu mühsam, und ersetzen das auch nicht ohne weiteres durch andere Suizidmethoden. Das heißt, eine wertvolle Präventionsstrategie für den Suizid ist, baut keine psychiatrischen Anstalten zu nahe, ja, das ist ernsthaft, eine Präventionsmaßnahme, die nur nicht befolgt wird. Ja. Also das geht nach allen möglichen Kriterien, aber nicht danach. Wer, wie ich, täglich an einer solchen Anstalt vorbeikommt und mehrfach im Jahr dort eben tatsächlich Suizidenten ihrem Leben ein Ende setzen, der kann das nachvollziehen. Oder sie springen von bestimmten Brücken, aber nicht von jeder Brücke. Ja, sperrt man eine bestimmte Brücke, dann ist nicht die Nachbarbrücke, sondern dann bestimmte Brücken, zum Beispiel Golden Gate Bridge, ziehen die Leute magisch an. Dort haben sie vielleicht mal schöne Dinge erlebt und wollen dann wirklich im Leben ein Ende setzen. Also wir wollen jetzt nicht über die Suizidforschung zu sehr sprechen, aber da gibt es also viele empirische Erkenntnisse, die nur hierzulande niemanden interessieren. Vielleicht sage ich etwas ketzerisch, sind jetzt viele Damen im Raum, aber wenn 5-mal so viele Frauen wie Männer Selbstmord begehen würden, Suizid begehen würden, würde das vielleicht doch mehr interessieren. So sind es ja nur Männer, vor allem ältere Männer. Da ist das noch nicht so im politischen Fokus. Ich komme wieder auf die Jahrgänge 50 bis 70 zurück und auf unsere Zukunft, um die es mir ja hier eigentlich geht. Jetzt interessanter Punkt, Euthanasie. Da hätte ich als Medizinhistoriker eine bisschen differenziertere Meinung, also ein etwas schwieriges Thema. Natürlich ist das nicht dasselbe. Ja? Man muss wissen, Euthanasie im Deutschen, im Englischen Euthanasia, die aktive Sterbehilfe heißt im englischen Sprachraum relativ normalerweise Euthanasia, ohne dass sich jemand dabei etwas Schlimmes denkt. Der Begriff ist ja auch alt, also viel älter als Drittes Reich. Er kommt schon aus der Antike, aber vor allem im 19. und 20. Jahrhundert wird er gebraucht als aktive Sterbehilfe. Nur gerade eben in Deutschland ist der Begriff deswegen belastet, weil die Nazis ihre verbrecherischen Morde Euthanasie, also gutes Sterben, genannt haben. Im Ausland ist der Begriff nicht so belastet. Im Übrigen muss man natürlich sehen, die Nationalsozialisten haben etwas Euthanasie genannt, was sicherlich keine war, da sind wir uns an der Stelle noch sicher einig. Auf der anderen Seite haben sie zurückgegriffen, haben etwas verschärft und ins Extreme überzogen, was es natürlich schon vorher gab. Ich erinnere an diese Schrift von Karl Binding, dem Leipziger Strafrechtler, und Alfred Erich Hoche, 1920, die Vernichtung lebensunwerten Lebens, ihr Maß und ihre Form. Der eine war also Strafrechtler, bedeutender Mann des 19. Jahrhunderts, 1920 gestorben, im Jahr des Erscheinens der Schrift. Und der andere war Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik Freiburg. Die haben also den Begriff lebensunwertes Leben sozusagen definiert, insbesondere für Psychiatriepatienten, und haben eben überlegt, und das war damals 1920 noch nicht mal originell, sondern es lag durchaus in der Zeit, sie haben gesagt, es gibt Leben, das keinen Wert mehr hat, aber eine Belastung darstellt für die Gesellschaft. Insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg, da hatten ja viele junge Soldaten ihr Leben verloren auf dem Schlachtfeld, während also die Psychiatriepatienten wohlbehütet in den Anstalten überlebt hatten. Und gerade in dieser Zeit sagten Binding und Hoche, so kann das nicht weitergehen. Deutschland ist ein armes Land, ja, Reparationen und so weiter waren alles im Hintergrund. Da müssen wir etwas tun. Oder es gibt bereits 1895, gerade hier in Göttingen, einen jungen Mathematik- und Philosophiestudenten, Adolf Just, der mit 20, 25 Jahren eine Schrift geschrieben hat, Das Recht auf den Tod, wo er also beschreibt, dass der Staatsbürger
ähnlich wie das vielleicht vorhin getan haben, ein Recht haben soll auf dem bestimmungseigenen Todeszeitpunkt, dass das nicht der autoritäre wilhelminische Staat ihm zu verordnen habe. Gleichzeitig aber ventiliert er die Idee, dass doch auch es Leben gibt, das absolut wertlos ist, und er beschreibt den Fall, dass eben von 1000 Kranken einer vielleicht gerettet werden könnte, aber 999 unter dieser Behandlung doch nur noch eine Weile leiden und dann sterben, und stellt dann die Frage, kann man das verantworten, dass man diese 1000 behandelt und Unmenge von Kosten vorruft, nur damit der eine, der vielleicht auch nicht besonders nützlich ist, überlebt. Und er kommt zu dem Ergebnis, nein, das kann man nicht verantworten. Und das ist etwas, wo ich mal sage, dieser Januskopf der Sterbehilfe, der von Anfang an vom Sozialdarwinismus bis heute unauflöslich miteinander zusammenhängt. Auf der einen Seite die Selbstbestimmung des Patienten, Recht auf den eigenen selbstbestimmten Todeszeitpunkt, von dem ich persönlich überzeugt bin, dass es das sowieso nicht gibt, aber das ist zum einen diese Grundhaltung, aber immer auch diese Haltung, wir müssen was tun, das kostet zu viel, es gibt Menschen, die nicht mehr nützlich sind, also die utilitaristische Komponente ist immer auch dabei. Das betrifft gar nicht den einzelnen Patienten, der sterbewillig ist, aber man muss doch einmal auch die Frage stellen, ich habe sie sehr deutlich darauf gestellt, wie kommt eigentlich die Bundesregierung, die sogenannte christlich-liberale Koalition im Jahre 2012 darauf, ein Gesetz machen zu wollen, um etwas zu verbieten, nämlich die kommerzielle Sterbehilfe, was es, da sind wir uns ja relativ einig, in Deutschland eigentlich gar nicht gibt? Hat es das schon mal gegeben, dass Energie hineingesetzt wird, ein Gesetz zu machen, um etwas zu verbieten, was es gar nicht gibt? Und das hat mich also skeptisch gemacht. Und so bin ich darauf gekommen, dass dieses Gesetz in Wirklichkeit gar nichts verbieten wollte, sondern es wollte, indem es etwas Marginales unter Strafe stellt, eben diese Geld verdienen am Tod, jeder Pathologe verdient am Tod, jeder Rechtsmediziner verdient am Tod, jeder Bestattungsunternehmer verdient am Tod, nur gerade der Sterbehilfe soll das nicht dürfen. Während man aber die organisierte und vor allem auch die private Suizidmitwirkung, das heißt also Teilnahme, sprich Anstiftung und Beihilfe straffällig, da stimmt etwas nicht, sondern hier hat der Staat Interessen, die weit hinausgehen, nur darüber, um irgendwelchen paar armen Menschen das Sterben zu ermöglichen, denn das ist ja heute schon legal, also es wäre gar keine Notwendigkeit gewesen, dieses Gesetz zu machen. Hinter diesem Gesetzesvorhaben steckt ein Kalkül, ein inhumanes Kalkül, das ich auch im Buch beschrieben habe, und deswegen bin ich persönlich froh, dass dieses Gesetz zu Fall gebracht worden ist, dass wir jetzt besser kein Gesetz haben als dieses verheerende falsche Gesetz. Wir werden dann sehen in der nächsten Legislaturperiode, ob sich noch einmal eine Mehrheit findet, die ein neues Gesetz in dieser oder einer anderen Richtung macht. Ich weiß nicht, ob wir über diesen Paragraphen 217 noch einzeln diskutieren wollen oder ob dazu Fragen bestehen. Patientenverfügung habe ich jetzt nichts dazu gesagt. Da bin ich halt aus der Praxis heraus sehr skeptisch bei dieser Antizipation eines jetzt für dann. Also ich soll in meinem gesunden Zustand festlegen, was passieren soll, wenn ich einmal nicht einlebensfähig bin. Da kann natürlich der Fall passieren und man soll nicht zu viel über diese Einzelfälle reden, aber zum Beispiel der Mann mittleren Alters, der eben auch geschrieben hat, ich möchte im Falle des Falles nicht reanimiert und nicht beatmet werden. Jetzt kriegt er eine Rauchgasvergiftung, weil er wohl mit Nacht sagen, also kein Suizid oder was auch immer. Können wir mal die Beispiele Unfall. Und in eine Diskussion eindenken. Wir haben noch 20 Minuten. Den Fall erzähle ich jetzt aber noch. Die haben den natürlich beatmet und nach 3 Tagen war er wieder gesund runter. Und war froh, dass das so war. Der hatte natürlich diesen speziellen Fall in seiner Patientenverfügung nicht antizipiert. Und daher rührt also meine Skepsis gegenüber der Patientenverfügung. Ich würde mir nicht zutrauen, zumindest mir nicht, zu antizipieren, was ich im Falle X möchte oder nicht möchte. So. Ganz kurz jetzt noch.
Wir haben eine ganz bestimmte Haltung zu dieser Kostensituation. Wir, also als Anwaltskanzlei und auch die Vereine, die wir hier vertreten. Um es mal krass zu sagen, Kosten spielen keine Rolle. Wenn einer 100 oder 200 Jahre leben will und jeder Tag 3.000, 4.000 Euro kostet, spielt es keine Rolle, das hat der Staat zu bezahlen. Und er kann es auch bezahlen. Wenn er nämlich die Leute abschalten würde, die es gerne wollen, wenn man denen helfen würde, wird der Kostenaufwand derart nach unten gehen, dass man den anderen, die das in Anspruch nehmen wollen, helfen kann. Und ja, ich denke mal, wir sollten dem Wunsch entsprechen und in die Diskussion eintreten. Wird alles, fast alles schon mal gesagt. Ich glaube, jetzt mehrere Also wir haben leider kein Mikrofon, um es gut zu geben. Wir sind ja Wir würden das einfach so machen, dass die Leute, die was haben, wollen, das laut sagen. Das ist ein kleiner Hörsaal, das müsste eigentlich gehen. Also Wortmeldung. Fangen wir an. Also, Herr Bauer, wir kennen uns ja die lange Jahre gut genug, Herr Gräfe, wir kennen uns auch gut genug. Wir müssen doch dahin kommen, dass die Menschen, die diesen Wunsch einer Hilfe haben, eine Hilfe kriegen können. Wir können denen doch nicht die Tür vor der Nase schlagen. Ich stütze mich auf jetzt nun mit dem heutigen Tag, 245 psychiatrische Gutachtenverfahren der Urteilsfähigkeit, Selbstbestimmtheit auf dem Leben. Ich habe da etwas andere Meinung. Und zwar deshalb, weil ich mit diesen Menschen rede. Ich möchte wissen, mit wie vielen Menschen Sie persönlich geredet haben und dass es Menschen gibt, die andere Positionen dafür, das würde ich sagen. Aber diejenigen Menschen, die sich an eine Organisation wenden, sei es die Mittags, sei es eine andere Organisation, die sind in ihrem Willensbildungsprozess so weit fortgeschritten, dass sie die mit den normalen Suizidfällen nicht über einen Kamm scheren können. Normale Suizidfälle, sehr viel mehr Männer, Suizidbeihilfefälle, zwei Drittel Frauen und so weiter. Ich kann Ihnen die Zahlen liefern. Das heißt, es sind unterschiedliche Kollektive und es ist für mich unabhängig, dass Sie eine Stimmung verbreiten. Sollen die doch irgendwie besser jetzt kein Gesetz und sollen die doch irgendwie zusehen und bleiben? Ich glaube nicht, dass die Organisation das für Putschluss. Das sind diese Menschen. Aber wir müssen doch irgendwann in dieser Diskussion über diese primitive Konfrontation hinwegkommen und müssen uns fragen, wo müssen wir auf diese Nahrungsköpfigkeit des Gedankens hingucken? Wo müssen wir sinnvollerweise für den Lebensschutz Vorsorge treffen? Und wo müssen wir den Menschen, die vernünftigerweise diesen Wunsch der Hilfe haben, wo müssen wir denen ermöglichen, diesen Wunsch erfüllt zu werden? Vielen Dank. Wir würden die nächsten Fragen etwas sammeln. Das war jetzt eine etwas größere Frage, eigentlich Herr Bartsch wieder. Da muss man jetzt auch kurz die Kurz was dazu sagen. Vorhin war die Rede im Referat von Herrn Gräfer auch von dem Begriff Erlösung. Also der Patient mit den starken Schmerzen, der jetzt erlöst werden möchte. Fand ich einen interessanten Begriff, weil er ja ein theologischer Begriff ist, von einem Juristen gebracht. Worum es mir hier geht, ist, wer sagt denn, dass der Tod eine Erlösung ist? Also da kommen wir zwangsläufig in metaphysische Fragen hinein. Wir sagen immer so, naja, der Tod, das ist wie ein langer Schlaf. Ja. In Wirklichkeit wissen wir nichts über den Tod. Auch der, wie Sie sagen, seine Entscheidung dann gefällt hat und nach langer Überlegung
Ja? Auch er weiß in Wirklichkeit nichts über den Tod. Ich will das nur mal so antippen. Sie sind jetzt nicht dran. Sie sind jetzt nicht dran. Wir wissen, das möchte ich einfach Ihnen allen zu bedenken geben, Sie müssen es ja nicht akzeptieren. Wir wissen über den Tod nichts. Dass er eine Erlösung ist, ist eine Hypothese, die wir allerdings überhaupt nicht prüfen können. Also, so viel zum Thema Erlösung. Die Selbstbestimmung ist ein Punkt, der ist natürlich ernsthaft zu diskutieren. Hier wäre ich nicht der Meinung von Herrn Gräfe übrigens, dass die Selbstbestimmung, die ja im Wesentlichen sich schöpft aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, dass die Selbstbestimmung sozusagen auch schon gleichzeitig die Würde des Menschen repräsentiert und das, wie Sie vorhin gesagt haben, die Würde des Menschen jeder selbst für sich bestimmen müsste. Wäre das so, dann hätte dieser Begriff überhaupt keinen sinnvollen Inhalt mehr. Denn wenn jeder subjektiv bestimmen darf, was die Würde des Menschen ist, tja, dann können wir sie ja auch eigentlich endgültig streichen. Also die Würde des Menschen ist selbstverständlich ein objektiver Begriff, also ein Begriff, den der Staat nicht der Definition des Einzelnen überlassen darf. Ich denke auch nicht, dass das jetzt sozusagen verfassungsrechtlich eindeutig entschieden wäre, dass also die Menschenwürde ein subjektiver Begriff ist. Das höre ich heute zum ersten Mal. Aber wir wollen nicht zu lange antworten, damit noch weitere Fragesteller kommen. Vielleicht wollen Sie noch mal einen Satz dazu. Die Frage ist, wenn man es nicht der subjektiven Wertung des Einzelnen überlässt, dann ist die Frage, wer bestimmt es dann? Wir haben Äußerungen von Kardinal Meissner. Soll er bestimmen, was die Würde ist, was meine Würde ist? Mit unserer Lösung kommt man eigentlich ganz gut zurecht. Jeder bestimmt das für sich. Wir haben natürlich das Bundesverfassungsgericht, das die Würde des Menschen eher negativ bestimmt. Das heißt, es bestimmt in der Regel, wann liegt ein Würdeverstoß vor. Das halte ich auch für eine sehr viel vernünftige Art und Weise, zu sagen, hier ist die Würde des Menschen auf jeden Fall verletzt, ohne sie abschließend zu definieren. Wie würde ich sie abschließend definieren, hätte ich sie eigentlich schon abgeschafft. Aber wo sind die nächsten Fragen? Ja, vielen Dank. Also zunächst einmal danke für die vielen Einträge. Wir haben sozusagen die beiden Eckpunkte, glaube ich, die man überhaupt einnehmen kann. Und insofern könnte ich auch sozusagen die Mitte ein bisschen hinzublenden. Aber ich bin immer noch ein Vertreter derjenigen, die sagen, die Wahrheit liegt ein bisschen mehr in der Mitte und nicht so ganz am äußeren Ende. Und ich würde doch auch dafür plädieren, zunächst einmal den Blick zu nehmen, worum geht es den Menschen eigentlich. Es geht darum, dass viele Angst haben, am Ende des Lebens in einer Situation sich wiederzufinden, in der sie nicht mehr mitreden können. Es gibt ein hochgradiges Misstrauen gegenüber der modernen Intensivmedizin. Das verbindet sich sozusagen mit diesen Assoziationen an Schläuchen und Apparaten, angebunden sozusagen. Aber das ist ein Faktum der Gesellschaft, die wir ernst nehmen müssen. Der Weg zur Patientenverfügung und auch zum Eigenmächtigen, wenn ich jetzt mal sozusagen die Legitimationsfrage mit einbeziehen würde, zum Eigenmächtigen beendet ist, wenn du einen auswählenden Menschen wählst aus Angst, weil sie nicht wissen oder nicht trauen, was da auf sie zukommt. In dieser Situation den Suizid als illegitim darzustellen, ist aus meiner Sicht nicht den Menschen gemäß, weil es diese Angst nicht ernst nimmt und ihnen keine Hilfe bietet. Zu sagen, Menschen können, das wäre sozusagen an die Bauer gerichtet, zu sagen, wir akzeptieren alles, was Menschen wollen, Stichwort Selbstbestimmungsrecht, nimmt die Menschen auch nicht ernst, weil sie die Hilfsbedürftigkeit der Menschen nicht wahrnehmen. Also, Herr Gräfe, ich glaube, dass das sozusagen dieser Pathos an Selbstbestimmung fern der Lebenswirklichkeit aufhält, und das auch ein typisch juristisches Phänomen ist, hier die gesellschaftliche Wirklichkeit in dem Punkt nicht wahrzunehmen. Es ist auch nicht Sache des einzelnen Patienten, dem seinem Arzt oder der Klinik zu befehlen, was er machen soll. Sie unterschlagen völlig die ärztliche Indikation. Das ist eine geteilte Verantwortung in der Klinik und nicht eine alleinige. Also was wir eigentlich brauchen, ist
Menschen Hilfe anzubieten, die aber auch am Ende des Lebens den Menschen absolut sagen, sie können nicht mehr, sie wollen nicht mehr, auch einen Weg zu eröffnen. Und die Frage kann nur sein, wie kann dieser Weg gesellschaftlich sozusagen akzeptiert lauten? Und da finde ich es anmaßend von den Juristen zu sagen, die Ärzte müssen das tun. Warum gerade die Ärzteschaft? Wir haben genug Probleme mit dem Schwangerschaftsabbruch. Es gibt genug Medizinethiker und Ärzte, die sagen, wir haben ein Riesenproblem damit, dass ein Teil unserer Science-Community das macht. Das ist eine Spezialdomäne. Also wir brauchen einen Weg, und es gibt ja auch sozusagen ein gesellschaftliches Vertrauen. Es reduziert sich nicht in ein individuelles Arzt-Patienten-Verhältnis. Für den einzelnen Patienten mag es ein Misstrauen sein, ein Missbrauch des Vertrauens, wenn der Arzt ihm sagt, ich folge dem nicht, ich biete nichts an, hier ist Schluss für mich. Aber für die Bevölkerung insgesamt mag es wiederum ein großes Vertrauensproblem sein, zu wissen, da gibt es Ärzte, die treten nicht als Helfer, als Lebensretter, sondern als Sterbegleiter, als Suizidbegleiter. Und ich will wissen, an wen geraten das eigentlich? Wenn diese gesellschaftliche Dimension deswegen müssen wir darüber nachdenken, welche Suizidpräventionsmöglichkeiten es gibt, die aber auch den anderen Weg eröffnen, wenn es dieser Weg sein soll für die Menschen. Und da ist sozusagen die Lösung, wir eröffnen alles, genauso falsch wie die Devise, wir tabuisieren. Sei es durch eine Strafnorm oder sei es durch eine, sagen wir mal, Illegitimitätserklärung, die sich auf Kranz nur dann berufen könnte, Herr Bauer, wenn man viel und recht die Frage zu antworten darf, wie wollen Sie einen Menschen wie diesen 28-Jährigen, den ich genannt hatte, oder die 90-jährige schwerkranke, krebskranke Frau, die noch vielleicht einen Monat zu leben hat und schwer leiden, wie wollen Sie da eine Suizidprophylaxe anwenden? Es geht nur darum, ob man diesen Menschen einen Wunsch, wenn er ihn hat, wenn er ihn äußert, seine furchtbare Qual zu beenden, ob man dem entspricht oder nicht. Und besser als ihm den Strick hinzureichen, ist es ihm einen Arzt zu vermitteln, der bereit ist, ihm in der Situation zu helfen. Warum wollen Sie, wenn Sie sagen, ich will es nicht, für mich kommst du nicht mit Rachen, warum wollen Sie Kollegen, die dazu bereit sind, oft aus wirklich ethischen Gründen, warum wollen Sie denen das nehmen? Weil die als Ärzte auftreten und damit auch eine Berufsrolle in Anspruch nehmen, die für alle gilt. Aber die Berufsrolle des Arztes ist geprägt dadurch, dass er, steht es auch in dem Gelübnis verankert, den Menschen zu helfen. Und diese Hilfe kann unterschiedlich sein. Die kann darin sein, dass ich einen jungen, gesunden Menschen richtig behandle, vielleicht operiere, wenn er Blinddarmentzündung hat und so weiter. Kann aber auch darin bestehen, dass ein Mensch, der nicht der verzweifelt ist, der nur noch, wie gesagt, diese beiden Fälle, der immer nicht erlöst werden möchte, dann auch ihm die Hilfe zu gewähren. Im Übrigen ist eins, das darf ich nochmal anmerken, was vielleicht eine Zukunftsentwicklung ist. Wir wissen alle, der berühmte Ausweg. Wenn ich weiß, ich kann im Notfall auf das und das zurückgreifen, dann wird mir geholfen. Das ist wichtig. Der Schweizer Verein, der geht das, ist zum Beispiel stolz darauf, dass etwa 70% derer, die nach entsprechender Überprüfung das sogenannte grüne Licht bekommen, nach Hause.